Nicolas Heckel ist seit Februar krankgeschrieben, aber inzwischen wieder dienstfähig. Die Gemeindevertretung hat ihm allerdings gestern zusätzlich die Führung der Amtsgeschäfte verboten. Das heißt nicht, dass wir was gegen die Person Nicolas Heckel haben. Er ist hier auf der Insel erwünscht als Person. Wir schätzen ihn wert, aber im Rahmen seiner Amtsgeschäfte trauen wir ihm das zukünftig eben nicht zu, haben da kein Vertrauen mehr drin und möchten eben einen neuen Weg gehen zum Wohle der Gemeinde Sylt. Die Sitzung lockte viele Sylter an. Das Schlimmste ist, wir haben keine Haushalte. Und wenn man keinen Haushalt hat, kann man nicht investieren. Und das ist seine Schuld. Er bringt das nicht fertig, einen vernünftigen Haushalt termingerecht hinzukriegen. Ich halte das für absolut falsch und ich glaube, die Begründungen sind vorgeschoben. Und ich glaube, letztendlich geht es darum, dass man ihn loswerden möchte, weil er krank ist. Heckels Anwalt nennt das Abwahlverfahren, Zitat, lächerlich. Er will rechtliche Schritte prüfen.